Die künstliche Intelligenz wird an ganz vielen unterschiedlichen Stellen in Zukunft eine ganz bedeutende Rolle spielen. Spielt es sogar heute schon, wenn wir uns Vorhersageprozesse, Lasterzeugungsvorhersagen, Einkaufsprozesse an Märkten, Bemessungsvorgänge oder Prozesse an der Stelle anschauen, dann haben wir heute schon ganz viel. Ja, kein Thema. Also, künstliche Intelligenz spielt schon heute eine ganz zentrale Rolle in der elektrischen Energieversorgung. Lastvorhersage, Erzeugungsvorhersage ist zum Beispiel, was mit dem Thema maschinelles Lernen verbunden ist. Einkaufsprozesse an Märkten, Bemessungsprozesse an Märkten sind heute schon hochautomatisierte Vorgänge, die auf Basis historischer Daten, Vorhersagen, Prognosen in die Zukunft durchgeführt werden. In Zukunft, wir haben heute gesehen ein Beispiel, Lasterkennung, Geräteerkennung im Privathaushalt auf Basis von Smart Mietern oder hochgenauen Messreihen ist auch ein Feld, wo wir gesehen haben, dass es heute schon Möglichkeiten gibt oder Lösungen gibt, die am Markt zu kaufen. In Zukunft werden wir sehen, dass noch viel stärker in der automatischen Netzführung KI ihren Einsatz finden wird. Ja, und was ich heute vorgestellt habe, war ein Ansatz mit KI Fehler, Schwachstellen, Wechselwirkungen aufzudecken und zu identifizieren, die in zukünftigen digitalisierten komplexeren Energiesystemen schwierig auf andere Art und Weise zu analysieren und zu entdecken sind. Die Energiewende verfolgt einmal klar die Klimaziele, runtergebrochen auf das, was wir hier tun können. Das ist Herausforderungen an ganz, ganz vielen unterschiedlichen Stellen, Baustellen für ganz, ganz viele unterschiedliche Stakeholder in der Energiewirtschaft. Wir als Techniker sind natürlich dann daran interessiert, die Systeme effizient zu betreiben, optimiert auszuregeln. Und auch da spielt Künstliche Intelligenz in Zukunft eine ganz zentrale Rolle, weil eine ganz wesentliche ich will nicht sagen Schwachstelle, aber ein Nadelöhr ist heute auch immer noch der Mensch, der das System verstehen muss und dann kognitiv in der Lage sein muss, situationsbedingt einen optimalen Betriebspunkt zu identifizieren, eine effiziente Schalthandlung, eine effiziente Aktion umzusetzen. Und bis ich das System durchblickt habe, verstanden habe, ist die Situation schon wieder eine ganz andere und möglicherweise der Betriebspunkt ein ganz anderer. Von daher auch da hochautomatisierte Systeme, wieder Stichwort künstliche Intelligenz, können einen ganz wesentlichen Beitrag für die Erreichung der Energiewende liefern. Ja. Normung spielt eine ganz zentrale Rolle, weil alle Anlagen, Komponenten, Technologien, die ich heute ins Feld bringe, müssen standardisierte Schnittstellen implementieren, müssen Interoperabilität mit dem System sicherstellen. Und wir haben heute auch gelernt oder nochmal gehört, dass die Funktionalität eigentlich im Vordergrund spielt. Jetzt ist bei künstlicher Intelligenz ja so, dass die Funktionalität sich ändern kann. Das heißt, das System lernt und verhält sich angepasst. Das heißt aber auch, dass sich die Funktionen streng genommen ändern. Und damit muss ich mir ganz andere, neue Gedanken machen, wie ich sowas in Zukunft standardisiere. Wie sieht denn eine Schnittstelle aus für eine Funktion, die ich heute noch gar nicht kenne? Und wie will ich sicherstellen, dass ein System, das zu Recht lernt, dass es effizienter in bestimmten Bereichen unterwegs ist, indem es sein Verhalten anpasst, wie stelle ich denn sicher, dass es dann auch immer noch die Standards und die Normen und die Schnittstelle erfüllt, die ich heute als Norm, als Standardisierer spezifiziere und festlege. Schnittstellen für Komponenten mit künstlicher Intelligenz, die ihr Verhalten ändern. Wie sieht das aus? Wie muss ein Standardisierungsprozess für eine Komponente aussehen, wo ich weiß, da sitzt eine intelligente Funktion drauf, ein Algorithmus, der lernt, sein Verhalten anzupassen und damit seine Funktion zu verändern. Heute funktioniert Standardisierung immer auf Basis der Spezifikation der Funktion. Wenn ich das in Zukunft gar nicht mehr so scharf spezifizieren kann, wie funktioniert Standardisierung dann? Ich glaube, gerade auch für die DKE ist dieses Thema Standardisierung und künstliche Intelligenz, weil wir reden eben nicht mehr nur noch von einer Funktion, von Parametern, die ich heute einmal spezifiziere, die dann ins Feld ausgerollt werden und dann da eine Zeit von x Jahren verbleiben, sondern wir reden von Funktionen, die sich entwickeln, von Algorithmen, die lernen, ihr Verhalten zu verändern. Und das ist sicherlich eine große Herausforderung für die Standardisierung und Normung.